Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne, Medium und spiritueller Coach, und das ist die Channel-Botschaft für die Woche vom 2. bis 8. November. Dafür verbinde ich mich gleich mit der geistigen Welt, schaue nach, wen ich channeln darf, also wer die Botschaft bringt, und natürlich, wie diese aussieht. Im Anschluss an das Channeling gibt es wieder eine kleine Energieübertragung, damit wir möglichst gut durch die Woche kommen. Ich verbinde mich jetzt und dann schauen wir wieder, was passiert. Ich bin jetzt angeschlossen und offen für die Energien und ich spüre schon, wie sie in mich hineinfließen. Ich spüre, dass es wieder eine sehr hohe Energie ist, dass es eine sehr, sehr kraftvolle Energie ist, dass es sehr mächtig im positivsten Sinne ist. Ich bin Osiris. Ich bringe dir das Ende und den Anfang, den Tod und die Wiedergeburt. Es ist an der Zeit, dich völlig zu entleeren, dich zu befreien, das Alte loszulassen und das Neue mit offenen Armen willkommen zu heißen. Fürchte dich nicht vor dem Ende, fürchte dich nicht davor, dass vieles zu Ende geht, fürchte dich nicht davor, dass die alte Welt nicht mehr da ist, sondern freue dich auf das Neue. Das ist der natürliche Zyklus. Das ist der natürliche Kreislauf, den du schon so oft erlebt hast, der bereits tief in dir verankert ist. Du fürchtest dich, weil du den Weg nicht siehst, weil du das Ende nicht siehst. Die Brücke scheint dir zu schmal zu sein. Doch ich bin an deiner Seite. Gehe den ersten Schritt, sage Ja zum Neuen, sage Ja zu mir und ich führe dich in die neue Welt. Habe Vertrauen. Ich bin hier voller Energie und voller Freude. Ich kenne den Zyklus. Ich kenne das Loslassen. Ich kenne den Weg durch die Totenwelt ins Neue. Habe keine Angst. Habe keine Furcht, denn das Neue wartet auf dich und der neue Zyklus führt dich in neue Welten. Der neue Zyklus führt dich auf eine neue Ebene. Für diese Ebene bist du hier, auf diese Ebene hast du gewartet. Also halte nicht länger an dem fest, was du gar nicht wirklich willst. Mache dir bewusst, was es ist. Mache dir bewusst, dass du noch in einer Welt lebst, die du so nicht möchtest. Und erkenne die neue Welt, erkenne, was du möchtest und mache dich auf den Weg dorthin. Ich bin an deiner Seite, ich gebe dir Kraft, Mut und Energie, wenn du mich lässt. Gehe deinen Weg und empfange das Neue mit offenen Armen. Vielen Dank an Osiris. Vielen Dank für diese wundervolle Botschaft und die Energie. Vielen Dank schon mal an dich fürs Dabeisein und Fühlen. Und ich habe gerade hier drauf geschaut, auf dem Bildschirm, und es war 3 Minuten 33. Also hier wieder ein Zeichen der geistigen Welt, dass alles gut und richtig ist. Und es war jetzt so eine spezielle Energie, so eine hohe Energie. Vielleicht konntest du sie auch fühlen und wahrnehmen. Und auch so eine freudige Energie. Und ja, Osiris, so genau kenne ich die ägyptischen Götter nicht. Also ist auf jeden Fall ein ägyptischer Gott und hat irgendwie was mit Isis zu tun, soweit ich weiß. Das war, glaube ich, seine Frau oder Schwester. Also da bin ich jetzt nicht ganz so sattelfest. Nichtsdestotrotz bin ich mir ziemlich sicher, dass er eben so irgendwie der Gott der Toten oder der Unterwelt ist. Und aber, nicht aber, also und auch für den Neuanfang irgendwie steht. Also ich habe jetzt gerade irgendwie, ich sehe jetzt viel Wasser, ich habe das Gefühl, es hat mit dem Nil zu tun, dass er irgendwie auch für die jährlichen Überschwemmungen am Nil und dabei irgendwie für das fruchtbare Land und die Nahrung zu irgendwas zuständig ist. Und es fühlt sich auch nach diesem Zyklus an, ne? Also dann wieder die Trockenheit und dann wieder das Wasser und das Säen, Anbauen, Ernten. Und wieso fühlt sich das an? Ich kriege gerade wieder schon ein Ja als Bestätigung. Also falls du das erste Mal dabei bist, ich gähne immer, wenn ich einen Energiewechsel habe. Genau, und hier, also auch bei dieser ganzen Botschaft, mach dir da keine Sorgen, dass du vielleicht irgendwie stirbst oder so. Es ist wirklich gefühlt sehr metaphorisch auch gemeint, dieser Tod, dieser Übergang vom Alten ins Neue.
Und wenn etwas stirbt, das kann, muss eben nicht ein Mensch sein, sondern das kann eine Situation sein, ein alter Glaubenssatz, ein Ballast, eine Energie, die einem angehaftet ist. Das kann alles das Alte sein, was quasi stirbt. Und dafür werden wir frei für das Neue. Dafür werden wir irgendwie leer und können Neues aufnehmen, können Neues in unser Leben ziehen. Und auch wenn wir eben oftmals unzufrieden sind mit unserem jetzigen Leben, mit unserer jetzigen Situation, so trauen wir uns oftmals doch nicht, mutig vorwärts zu gehen, das Alte hinter uns zu lassen und neue Schritte zu gehen, neue Wege zu entdecken, weil wir Angst davor haben, was kommen könnte. Weil wir oftmals eben genau das, was er gesagt hat, den Weg nicht sehen. Also, Entschuldigung, hier fließt gerade noch so stark durch mich durch. Osiris ist immer noch hier, gleich für die Energieübertragung. Also wir gehen oftmals nicht vorwärts, weil wir auch das Ergebnis nicht sehen oder nicht wissen, wo uns der Weg hinführt. Und das ist die Angst. Und da ist er an unserer Seite, er gibt uns diesen Mut. Das heißt, rufe wirklich auch Osiris dazu und hab da jetzt keine Angst. Ich bin mir da jetzt auch gar nicht ganz sicher, weil ich jetzt gesagt habe, er ist der Gott der Toten oder der Unterwelt. Das ist, ich spüre eine sehr lebendige, lebensfrohe Energie in ihm und das ist jetzt nicht zu vergleichen irgendwie mit, ich sage es mal, dem Sensenmann oder sonst irgendwas, überhaupt gar nicht, sondern ich spüre diese starke Energie, dieses Unterstützende, dieses Hiersein für uns und uns führen und anleiten und das ist wundervoll und diese Energie dürfen wir mitnehmen und eben in der kommenden Woche wohl einiges Altes nochmal loslassen, damit wir frei und leicht werden und voller Energie in diese neue Welt gehen können, in den Aufstieg, in den Zeitenwandel, in diese Energie hinein, in der wir eben gerade sind, in diesen Energieanstieg, in diese Energieanhebung sozusagen. Und wenn du da dich weiter verbinden möchtest, noch mehr Botschaften selbst von der geistigen Welt empfangen lernen möchtest, schau gerne auf meiner Seite vorbei. Da gibt es den sozusagen Basiskurs, den Dritte-Auge-Kurs für 19 Euro, den Seelensprache-Kurs als Aufbaukurs. Es gibt die Mediumsausbildung, es gibt die Tierkommunikationsausbildung. Also wenn dich das anzieht, wenn du dich da irgendwie berufen fühlst, dann nutze das als deinen neuen Weg und geh diesen Weg und diesen Schritt und verbinde dich mit uns, setze dich in Verbindung mit uns, mit mir und meinem Team. Und dann kannst du auch mal persönlich mit einer von uns sprechen. Genau. So, jetzt geht's weiter mit der Energieübertragung und ich spüre es schon wieder. Dafür darfst du gerne die Augen schließen und wir atmen ein paar Mal tief ein und aus. Fühle, wie mit jedem Ausatmen der Ballast von deinen Schultern, die Verspannungen und der ganze Druck, den du hast, von dir abfällt. Und fühle mit jedem Einatmen goldenes Licht des Erwachens und der Erleuchtung in dich hineinfließen. Ich spüre, wie Osiris hinter mir und hinter dir steht, wie er Energie durch mich und durch dich hindurch fließen lässt. Das ist eine sehr feurige Energie. Ich spüre tatsächlich so ein rot-orangenes Licht, auch ein blaues Licht für Klarheit und Reinigung. Und das lenkt er durch uns hindurch, durch, einmal von hinten und ich schicke es dir von vorne, sodass du von allen Seiten aufgeladen und erfüllt wirst, gereinigt wirst. Und dein Feuer entfacht wird, sodass du den Mut findest und die Freude für das Neue. Fühle, wie es in dich hineinfließt und dich erfüllt. Fühle, wie es alle Grenzen sprengt und du über dich hinaus wächst. Und fühle in dir das Kribbeln, spüre dieses Kribbeln in deinem Bauchbereich, in deiner Solarplexus-Gegend. Spüre, wie es dort warm wird, wie es kribbelt, wie du dich wie frisch verliebt fühlst mit Schmetterlingen im Bauch, voller Vorfreude auf das Neue. Lasse dich von dieser Energie antreiben, der Energie des Neuen, des Zaubers des Neuen, der Magie des Neuen. Lasse dich davon leiten und lenken. Schüttle die Angst ab, die jetzt gerade mit dieser Energie aus dir heraus explodiert kommt, die aus dir herausgeschossen kommt. Lass es gehen, lass es frei, halte nicht länger daran fest und lasse dich antreiben von der Energie des Neuen. Und in dieser Energie, in dieser feurigen Energie, verabschiede ich mich von dir.
Bleibe gerne noch in dieser Energie drin, das darfst du auch die ganze nächste Woche und sicher auch darüber hinaus. Rufe immer wieder Osiris dazu, wenn du Mut brauchst, wenn du etwas Altes loslassen möchtest, wenn du vorwärts gehen möchtest. Und ja, wenn du zurückkommen möchtest, dann atme einfach tief ein und aus, zieh dich zurück in deinen Körper und öffne die Augen, wenn du bereit bist. Ich danke dir fürs Zuschauen, fürs Zuhören und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist.